Hallo, ihr geilen Galaxarianer! Wir spielen mal wieder Mario Galaxy 2! Endlich! Ist es wieder soweit! Wir tauchen ein in die geile Welt von Mario Galaxy 2 und zwar Welt 5! Und da gehen wir in die Raumwirbelgalaxie. Yeah! Habe ich jetzt so seit einem Monat, glaube ich, nicht mehr aufgenommen. Der hochspannende Hindernisparcours. Geil! Und ja, hat man vielleicht gemerkt, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat man gemerkt, irgendwas fehlt, aber sollte nicht zu interessant gewesen sein. Da hat man sich so gedacht, hä? Da war doch irgendwas. Naja, egal. Ich habe gerade mal wieder Bock, was an der Konsole aufzunehmen. Einfach, weil... Keine Ahnung, es ist ein geiler Sommer. Oh, scheiße, ich muss mich ein bisschen zurücksetzen. Wegen der Sensorleiste, die ist ziemlich super platziert da. Ich glaube, mein Wasserglas steht davor. So. Ich glaube so, jetzt soll das einigermaßen gehen. Geil, Alter. Ey. Wir spielen geiles Mario Galaxy 2. Hier sollte irgendwo die Starcoin sein. Natürlich Kometenmünze. Ist sie noch weiter weg? Oder war die hier vorne schon irgendwo? Nee, die müsste gleich kommen. Da ist sie. Ha! Guck mal, ich kenne mich aus. Nein! No! No! Hey. Die Musik ist aber super. Okay, an die Stelle erinnere ich mich. Da muss man gleich, pass auf. Da ist diese Kapsel, da musst du durch. Wie kommst du da durch? Da brauchst du den Bob ab. Komm her. So, und der verfolgt uns mehr oder weniger, aber auf einer anderen Ebene und stirbt. Digga, episch! So, pass auf. Na? Genau da sollst du lang. Nein, noch nicht explodieren. Nein! Ja! Ha! So gut. Kann ich... Ah, das ist voll ungewohnt irgendwie. Habe jetzt so seit einem... Ich glaube, es ist schon länger als ein Monat. Vielleicht schon 2 Monate sogar. Guten alten Mario Galaxy Zeit, man erinnert sich. Hier kommen die Beyblades! Wow! Let it rip, Motherfucker! Let it verdammt nochmal rip. So, da drüben sind diese... Muss man die Beyblades töten? Nee, muss man nicht. So. Irgendwie finde ich das Spiel gerade total verwirrend. So, puff. Das läuft ja eigentlich ganz gut bisher. Guck mal, da ist der Stern. Nein! 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 Ah, verdammt. Ja! Sehr gut. Da wirst du neidisch. Scheiße. Hä, wieso? Wackelkontakt oder was? Na gut, das ist meine... Original wie Fernbedienung, weil die andere war leer. Also die andere ist auch original, aber die hier, das war die, die mit der Wii kam, ne? Die ich mir für die 300 Euro, ne, waren 200, ich glaube es waren 200 Euro, die ich mir dazu gekauft habe, ne? Ne, die dabei war halt, ne? Das ist klar. Dann können wir in alle Galaxien rein, geil. So, ich habe eigentlich voll Bock, das Spiel heute zu beenden. Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber es ist nur so eine Vermutung. Also für mich wie an dem Aufnahmetag, ne? Gott, sieht das Spiel schrecklich aus auf diesem Fernseher. Ah. Ich habe übrigens die Seitenverhältnis-Einstellung gefunden. Wow! Jetzt kann ich ja die Seitenverhältnis richtig gut einstellen am Fernseher. Super. Eile mit Weile zum Dach der Festung. Keine Sorge, das schaffe ich. An das erinnert man sich auch. Das war hier Time Stop Shit Action. Yo. Ziemlich geil. Die Musik war auch super. Es gab von den beiden Tracks, die wir gerade gehört haben, gab's bei Mario und Sonic, ich glaube, es war Winterspiele, das Sochi-Ding. Da gab's von den beiden Remixes.
Ich glaube, hiervon war. Ich glaube, hiervon gab es so einen ultra krassen Dubstep-Remix. Blende ich jetzt nicht ein. Mache ich halt echt, ich bin nicht zu faul zu. Ah, das weiß man ja. Ich glaube, man kann sich da auch mit einem Seitwärts halt irgendwie durchcheaten. Nein, das war nicht mein Plan. So, ich glaube, jetzt sind wir sogar schon fast am Ende. Ich glaube, hier kann man sich so durchcheaten, oder? Moment. Ja, natürlich. Cheaterei! Ha! Verarscht, Spiel. Damit hast du nicht gerechnet. Was gibt's da? 19 Coins. Geile Coins! Wow! Gibt's hier irgendwo ein Gourmet-Luma? Also, Coin-Luma? Wahrscheinlich. Nein! So und hops. Yeah, easy. Guck mal, noch ganz viele Sternteile. Jetzt sind die Starbits. Nur für mich. Meine Starbits. Hä? So, Challenge. Hier hochkommen, ohne die Zeit anzuhalten. Scheiße. Nein. Also Zeit zu verlangsamen, meine ich. Oh, das war so gut. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Yo! Scheiße. Ja, ich hab. Ich krieg den Rhythmus. Scheiße. Yo, yo, nein! No, nein! Oh, buh! Nein! Oh, fuck! Manu! Der war so gut! Der war schon ziemlich super. So, Moment. Ah, fuck! Nein! Das war nicht der Plan. Pong, pong. Ich weiß nicht, irgendwie ist Sommer so. Wenn ich Sommer am Sommer denke, dann will ich irgendwie Konsole aufnehmen. Wahrscheinlich, weil ich. Weil am Anfang halt immer, ne? Geiles Zelda Twilight Princess. Oh, scheiße. Geiles Zelda Twilight Princess an der Wii. Hm, war super. Ich hab's tatsächlich ziemlich genossen. Ich muss auch immer. Ich weiß gar nicht, woran ich immer denke. Ich glaube an irgendeinen Laden. Da muss ich immer dran denken, weil da habe ich mir immer Monster geholt, ne? Beziehungsweise holen lassen. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Ja, scheiße. Und da muss ich immer an die guten Sommerzeiten denken, wo das Monster kam und ich dann geiles Twilight Princess aufgenommen habe, ne? Alter, wie die Musik gerade wieder abgeht. Also, ich meine, mit diesem Sound, der total kacke ist. Komm, das schafft man irgendwie. Ich muss mir was überlegen. So, Moment. Ich hab eine Idee. Jo, guck mal, wir haben in der Plattform drin gestanden. Das ist super geil. Kann man da auch ohne dran? Nee, nicht. So, bam, weg mit dem Beyblade. Let it rip! Ha! Lass uns den Kampf gewinnen! Jo! Geil, geile Challenge! Easy! So richtig easy, also das war kein Problem. Überhaupt kein Problem für mich! Geil. Nein, da ist die 66 weg! Scheiße! Sind wir fertig mit der Galaxie fürs erste Jahr? Nein, wollte ich gar nicht. Ich wollte jetzt erstmal auf die Weltkarte. Weltenkarte. Wii Cursor. Nein! Oh, fuck. Nein! Dann nehme ich mir jetzt halt die Sensorleiste in die Hand. So, Okay, das funktioniert auch nicht. Scheiße. So, da. Alter, so muss ich die... Ich das da hinstellen, das ist super. So. Ja, die Welt. Da drüben.
Was ist das wohl für ein geiler Komet? Wir werden es erfahren. Gleich. Nach der Werbung. LOL! So, der Komet. Er erzählt uns, dass wir geile lila Münzen am Strand sammeln sollen. Da bin ich doch heiß drauf. So, die Mission. Oh, die war... An die erinnere ich mich noch so halb. Mehr oder weniger. Gut alte Zeiten von Mario Galaxy. Wie man sich so erinnert. Sammle 100 Münzen. Mach ich. Nein, scheiße. Kamera. Gott. Ah. Gefährlich. Ah, fuck. Okay, das läuft nicht so gut. Ich frag mich, wie viele Münzen es gibt. Ja, Stern. Aber die Zeit läuft noch weiter, oder? Nee. Und bam. Ey. Ich glaub, den Stern habe ich früher nicht im First Try bekommen. Ich glaube, ich bin sogar noch rumgeschwommen dann und hab Münzen geholt. Da ist die Zeit abgelaufen, dann bin ich gestorben. Ach ja. Gute alten Zeiten. Für Mario Galaxy 2. Ich glaube, ich habe... Nee, das war eine andere Zeit. Nee, das erzähle ich jetzt nicht. Wo ich das Super Mario 63 gespielt habe. Aha. Die Zeiten, ihr kennt die Zeit, schreckliche Zeiten. Oh. Will man jetzt nicht haben. So, wir fangen unten links an, weil... Und links! Oh, man erinnert sich an die ganzen Galaxien aber noch, die sind... Das ist ziemlich gut an dem Mario-Spiel. Man erinnert sich an die Level. Man erinnert sich dran. Der wirre Weltraumspaziergang. Da erinnere ich mich auch noch an was. Und zwar bei diesen Übergängen hat man manchmal immer so gespielt, dass man da ganz hin und her geflogen ist. Ah, super. Hat man das? Ich hab's. So. Los geht's. Give me money. Gibt's doch bestimmt einen Luma, oder? Wenn schon am Anfang so viele Münzen liegen. Natürlich. Genau hier an solchen Übergängen hat man das gemacht. Und aber so hin und her geflogen. Wow! Da hat man, glaube ich, gespielt. Ich weiß nicht, ob ich sowas gemacht habe, aber ich könnte es mir vorstellen, sowas, wie lange man in der Luft bleiben kann. Ohne den Boden zu berühren. Wer hätte es gedacht? Wie lange kann ich in der Luft bleiben, ohne den Boden zu berühren? Ich dachte, ich bleibe in der Luft mit und berühre den Boden. Ja, Leute. So, was ist das hier? Oh ne, gibt es vielleicht eine zweite Version von dem? Von dem. Zerstörungsspiel. Okay, daran erinnere ich mich nicht mehr. Ja, gibt es so. Oh Gott! Und ich dachte, ich könnte stolz drauf sein. Ich dreh noch durch! Tag für Tag bekommen wir mehr Kisten voller Schrott! Tu mir einen Gefallen und verbrenne die letzten Kisten so schnell du kannst! Wärst du so freundlich? Mit Vergnügen. Sehr schön! Dann zeig mal, was du drauf hast! Eine ganze Menge! Ist eigentlich, ich glaube, der Sound ist von Mario Kart, oder? Dieses dem. So, machen wir da. Scheiße, mein PC-Monitor ist ausgegangen. Na, nein! Schade. Okay, das ist jetzt die Challenge. Scheiße, wie ist mein PC-Monitor? So, jetzt geh an. Sehr gut. Ich dachte gerade schon, er geht nicht mehr an. Das wäre schrecklich. Hilfst du mir mit deinen Feuerbällen? Ja. Naja, ich zeig mal, was ich so drauf hab. So, ich schaff das. Ich glaube, da gab's ein... ich hab grad eine Idee. Nein, das war nicht so geplant. So. Dann so, dann macht man das so. Dann einen so. Und so. Und so. Und so. 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 Guck mal! Guck mal! Guck mal! Ich glaube, so habe ich das früher nie gemacht. Aber es funktioniert.
Genau, das ist der nicht Einsatz, danke. Ich habe beim Aufräumen diesen Powerstell gefunden. Nur los, nehm ihn schon. Ist da ein Arbeitslohn? Dein fettes Cash. Oder so. Juhu! Einen Stern machen wir noch. Das hört sich nach einem guten Plan an, Nicky. Ich denke schon. Was hast du mitgebracht, eine Feuerblume? Wer hätte damit gerechnet? 69, lol. Ich glaube, ein Weltall kollabiert. Was auch immer alles in der Welt ist das? Eine schaurige Blume mit Augen. Eine Feuerblume? Ja klar. Du entwickelst mir einen echt kuriosen Sammeltrieb. So ein Haufen verrückter Sachen. Lol. Und schnell weg hier. So. Was können wir jetzt noch machen? Gibt's hier noch einen Stern der Galaxie bestimmt? Ja, du, ja, war ja ein geheimer Stern. Natürlich gibt's da noch einen normalen. Schwindelschwank. Schwindel die Windel. Oder so. Der wirre Weltraumspaziergang, ja, ja. Der ist mein bester Freund, ich mag ihn. Ey. So. So. Ist aber eigentlich ziemlich intelligent. Das haben sie ja extra so gemacht, dass das relativ am Anfang ist, diese Mission. Dass man nicht immer wieder so weit laufen muss, wenn man die Mission halt machen will, ne? Ja, der geile 6 Energie. Pilz. Komm schon. Go ahead. Scheiße. So. Wow, da hätte ich jetzt auch einfach da stehen bleiben können. Das schaffen wir auch ohne. Das schaffen wir auch ohne. Scheiße. Und bam. Nein. Verdammt. Ich weiß, dass ich das schaffen kann. Ah, oh, egal. Dann kann ich es halt nicht schaffen. Aber ich hätte es schaffen können. Ja. Ganz viel Skill. Wäre das möglich gewesen. War aber leider nicht vorhanden. Puh. Bitte, bitte, bitte. Psch. Bitte, bitte, bitte. Guck mal, wie arschig ich hier einfach überall durchrenne. Miep, 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 miep. Super. Direkt in dieses Millimeter große Ding gefallen. Aber ey. Ist überhaupt kein Problem. So, da ist schon der Stern. Seht ihr? Kein Problem. Whee! Das ging aber mal flott. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit von euch für diesen Part, von dir. Ganz besonders von dir. Und ich hoffe, bis beim nächsten Mal wieder dabei. Wäre super. Okay, bye.